willkommen bei meinem Secret World Legends Guide. Ich bin hier noch in London. Dachte mir, wenn ich doch gerade hier stehe, ich bin auf der Map zu zeigen hier, also neben dem Templer-Hauptquartier. Und hier ist das Museum des Okkulten. Da kann man reingehen und dann gehört's einem. Heißt, man hat dann praktisch sein eigenes Museum, in dem dann Erfolge ausgestellt werden. Was man so erreicht hat, das ist eine ganz schöne Grinderei. Man muss mächtig viele Gegner töten. Und so. Das sollte meins sein. Vielleicht kann ich es auch noch nicht, aber eigentlich sollte ich jetzt hier stehen. Kann ich verschiedene Sachen? Könnte ich verschiedene Sachen kaufen? Ich habe jetzt natürlich nicht genug Geld. Das ist auch eher dann schon was für fortgeschrittenere Spieler. Gibt es verschiedene Abteilungen? Global. Oddities, keine Ahnung. Neuengland, Ägypten, Transsilvanien und Japan. So verschiedene Ausstellungsflügel. Das ist eigentlich ganz nett. Ich kann jetzt allerdings nirgendwo reingucken, weil ich weder einen Schlüssel noch einen Vertrag noch sonst irgendwas habe. Der Kurator kommt immer mit. Also geht nicht. Aber gezeigt habe ich es jetzt mal. Und jetzt geht's direkt in die Agatha. Ich zeige auch, wie man da hinkommt. Das hier ist die Eldwick Station. U-Bahn. Hier geht man rein. Sammelt das Wissen ein. Dann sammelt man hier nochmal ein Wissen ein. Und dann geht es da vorne in die Agatha. Hier so. Die Agatha ist so eine Art Hauptbahnhof, also der Knotenpunkt zwischen allen Zonen. Hier links geht es nach New York. Das sieht man auch immer, wird eingeblendet. Hier geht es zum Rat von Venedig, zur versunkenen Bibliothek. Allerdings kann man da erst ab 50 rein. Hier ist London. Und ganz rechts ist Seoul. Wissen gibt's ja auch. Ich war hier ja nur noch nicht. Und von hier aus geradeaus zu dieser Plattform. Weitergehen, weitergehen. Zu noch einem Wissen. Und dann geht man. Hey! Hier rüber. Leckt ein bisschen. Oh, hier ist eigentlich das gleiche. Hier sind verschiedene Plattformen. Die hier geht nach Kingsmith, Savage Coast, Blue Mountain. Die hier ist out of order. Keine Ahnung warum. Öffentliche Raids, tiefes Agatha, keine Ahnung. Hier geht's zur verbrannten Wüste und in die Stadt des Sonnengottes. Das hier ist zurück zur Hauptplattform. Das hier ist belagertes Farmland, schattenhafter Wald und Reißzähne der Karpaten. Und hier zum Trainingsgelände. Hier gibt's das, was es in dieser einen Kammer auch schon gab, nämlich solche Trainingsfiguren, an denen man ein bisschen üben kann. Also wenn man eine neue Waffe ausprobieren möchte oder einfach mal gucken, wie es aussieht, kann man das hier super machen. Wieder zurück. Hier gibt es Terminals. Ja, also da muss man auch 50 sein. Da gibt es dann Zusatzmissionen und der Gruppenfinder ist, glaube ich, auch hier drin. Kann man gucken. Das ist der Gruppenfinder für Dungeons, Szenarien und PvP.
Kann man aber auch über das Menü aufrufen. Den Aktivitätenfinder, ich kann ihn noch nicht aufrufen. Okay. Wahrscheinlich braucht man dann Mindestlevel. Aber was ich jetzt schon zeigen kann, weil jetzt bin ich ja in der Agatha, das ist Shift H, womit man jederzeit ins Auktionshaus, in die Börse und zur Post kommt. Das gibt es allerdings hier auch nochmal in echt. Hier links ist die Bank. Gucken, habe ich irgendwas zum Reinpacken? Nö. Na, den kann ich doch ausrüsten, oder? Ja. Teleportationsfenster, genauso Shift-T, dann kann man das aufmachen. Hier rechts ist das Auktionshaus. Nochmal genau das gleiche. An der Seite rundherum gibt es ein paar Shops, die jetzt aber auch erst nochmal nicht von Interesse sind, weil ein bisschen teuer, obwohl ich die Tacos nur empfehlen kann. Die sind total lecker. Und die heilen auch ein bisschen gut. Davon habe ich noch gar keine Münzen. Also das muss man sich dann auch mal in Ruhe angucken. Gibt es auch Pets und Reittiere. Ich muss jetzt die Händler aber nicht einzeln abklappern. Hier geht es raus aufs Partygelände. Der verwurzelte Hain. Und hier hinten ist, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ja. Jetzt will ich gerade mal gucken, weil hier in der Agatha gibt es natürlich auch Entdeckungen, die man machen kann. Ich finde das immer... Ah, Erkundung da. Ups. Zentrum. Agatha erkunden. Okay, was fehlt mir noch? Axels unendliche Verzweigung und Saat des Lebens. Ja. Ich weiß nicht, was Saat des Lebens sein soll. Auch nicht, was Axels sein soll, aber da habe ich eine Vermutung. Ich mal kurz nach oben das auch noch zeigen. Ah, hier ist die Saat des Lebens. Noch ein bisschen. Hier stehen irgendwie Leute rum, die noch keine Funktion haben. Ist das vielleicht Axels? Yay! Sehr schickes Restaurant, also da würde ich auch gerne mal essen. Wenn Aschenbecher auf dem Tisch stehen würden. Ja, das ist oben eher? Ah, hier vielleicht. Tolle Aussicht. Wie gesagt, hier oben stehen auch vorne Templer. Leute rum, aber die tun noch nichts. Es kommt vielleicht noch, ich weiß es nicht. Den kann man nicht reden oder so. Kein Plan. Ich wollte jetzt vielleicht nochmal schnell das Auktionshaus zeigen. Bisschen detaillierter. Kann man halt Sachen kaufen oder verkaufen. Ich gebe jetzt mal Talisman, Fingertalisman, bla bla. Und dann wird das so angezeigt, dann kann man es kaufen, wenn man das Geld hat. Ich habe es natürlich nicht, ich habe noch gar kein Geld. Ich habe auch gerade erst angefangen. Ja, so ganz einfach. Es gibt auch Schlagworte, nach denen man suchen kann. Naja, ich kenne das ja. Auktionshaus. Pff. So, gab es hier noch irgendwas in der Agatha? Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Eine Entdeckung fehlt mir noch. Die unendliche Verzweigung. Dann gehe ich mal gerade zurück zur Hauptplattform. Nope. Nope. Könnten ja auch mal Schilder aufstellen, oder? Und dann hüpfe ich mal da runter. Zeigt mir links unten auch nicht an, dass ich den Sprint an habe. Was sollte er eigentlich tun? So, und das war die letzte Entdeckung. Jetzt hier runterspringen.
lande ich wieder auf der Hauptplattform. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück, weil da drüben muss ich ja hin. Das ist eigentlich ganz nett mit dem Wegfliegen. Geht so schön schnell. Hier soll ich rein, da geht's nach Kingsmith, nach Neuengland. Tägliche Anmeldebelohnung. Ihr kennt das wahrscheinlich aus anderen Free-to-Play-Spielen. Also jeden Tag, wenn man sich anmeldet, bekommt man was. Ich als Abonnent bekomme einen Kistenschlüssel. Ich habe allerdings keine Kiste. Okay, alles klar. Das war's, was ich zur Agatha zu sagen hatte. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Vielleicht gerade noch mal das mit dem Shop zeigen. Hier kann man natürlich auch Sachen kaufen. Das sind jetzt die Sachen, die ich habe. Nicht viel. Aber natürlich kann man auch kaufen. Das könnte ich jetzt für 375 Aurum kaufen. Aurum ist account-wide, also nicht Char-gebunden, sondern betrifft alle Chars auf dem Account. Ganz schön teuer, die Sachen. Aber wem das gefällt. Gleiches gilt für Sprints, die kann man auch hier kaufen. Ich habe Sprint 1, der nächste würde mich kosten, Spielgeld allerdings, 2500. Das wäre so das erste, in das ich investieren werde. Und das war's mit der Agatha. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der ersten Quest. Ciao!